Servus Leute, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal was ganz anderes. Wir spielen einfach mal im Saisonmodus ein bisschen weiter. Im Hintergrund seht ihr das ja schon hier. Wir sind aktuell Liga 3, spielen eigentlich auch schon die ganze Zeit mit Liverpool. Ich mache mich mal kurz ein bisschen kleiner. Zwei Spiele habe ich verloren. Ansonsten, das war irgendwo im Liga 10. Ich habe ewig keinen Saisonmodus gespielt, muss ich echt sagen. Ansonsten habe ich eigentlich alle Spiele gewonnen, bin eigentlich auch durchgezogen. Wir gehen mal rein und dann zeige euch mal meine Taktik. Wie ich denn da so spiele, ganz normal die 4-3-3 halten. Ich möchte auch meinen, ist das nicht so, so die Standardaufstellung oder so? Ausgeglichen, im Defensivstil verschieben, 55, Tiefe 60, Aufbauspiel, langsamer Aufbau und Ballbesitz, Breite 70, 5 Spieler im Strafraum, ansonsten wie immer 2 und 2. Die Anweisung. Rechts und links mache ich immer das Gleiche, ne? Also Diaz quasi und Salah vorne bleiben, Mitte ziehen, anbieten natürlich und für den Flanken in den Strafraum. Nun jetzt natürlich zentral orientieren, Abwehr überlaufen und ansonsten vorne bleiben. So, dann haben wir Jones und Szoboszlai, hinten bleiben bei Angriffen, Flügel abdecken ist klar. Der McAllister, Passwege zustellen und hinten bleiben bei Angriffen und ansonsten Mitte abdecken und tiefstehender Spielmacher. Dann muss ich mal gucken, Robertson und Alexander Arnold, hinten bleiben bei Angriffen und natürlich aber diesmal übergreifend die Laufart. Und bei Globe bei Alexander Arnold genau das gleiche, jawohl, hinten bleiben bei Angriffen und übergreifend, ansonsten nicht. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt im letzten Video, war sehr nett gewesen, ne? Hab mich so ein bisschen aufgeregt im Ultimate Team, ne? Für die verkackten Server, kann man ja ruhig so sagen, ne? Man kann ja, wie gesagt, das Kind ruhig beim Namen nennen. Mit Jensen scheiß Update, Server kacke, dit kacke. Es ist einfach so, muss man wirklich sagen. Da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal was anderes. Keine Packs, wir ziehen keine Packs. Lass uns einfach hier ein bisschen ganz gemütlich Gameplay gucken. Und dann ist der Dude. Mal gucken, was passiert. Ah, schön Konter einleiten hier, Junge. Na ja, ruhig mal so spielen, so ein Ding, ja. Oh! Wir haben echt ein Gegentor gekriegt. Ja, und war ja nicht mal so schlecht gemacht eigentlich. War eigentlich gut gemacht. Ich habe eigentlich mit mal angerechnet, dass er schon vorher Querpass legt. Jetzt nicht gedacht, dass er da wirklich rüberflankt da, ne? Saisonmodus, alles ein bisschen langsamer, aber dafür. Wenn man sich mal so abreagieren will, ist das ja nicht so verkehrt. Die Server laufen echt vernünftig, echt normal und wird schon seit Jahren. Also ob das jetzt so sinnvoll war oder nicht, das steht jetzt erstmal außer der Frage. Ich will mich da nicht hinlegen, Mann. Jo. Ja, das war ja mal ein Freistoß nach Maß, also muss ich ja wirklich mal sagen. Ne? Juckt mir doch glatt die Nase. Da juckt mir doch glatt die Nase. Ah, da kann man auf jeden Fall ein bisschen feiern, ey. Das ist auf jeden Fall geil, ey. Also, was ich jetzt mal sagen muss, ich finde das eigentlich richtig cool, was jetzt gerade so in den Medien mit der deutschen Nationalmannschaft passiert. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so der Deutschland-Fan und so, ne? Aber das, was sie jetzt hier machen, oder damit sie die ganzen Influencer so mit einbinden und auch irgendwelche normalen Leute, ne? Das finde ich schon ziemlich nice. Boing. Oh, was? Da ist der echt noch angekommen mit Magna? Nein! Oh. Mann, ey. Woher hat er das mit der R3-Taste von irgendeinem Drecks-YouTube-Video, Alter? Mann, war das nice, der Dribbling. Das war ja mal ein schönes Dribbling von Salah. Die alte Salatgurke.
wie ich immer sage. Bing bong. Wo ich mich schön mit Van Dijk durchrenne. Ach ja, herrlich. Aufstiegsspiel, Leute. Aufstiegsspiel. Nee, Aufstiegsspiel war das eben gerade. Titelspiel, so, sagen wir mal so. Machen wir jetzt. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ich habe auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen, jede Menge Spaß gehabt. Definitiv. Das ist mal wieder was völlig anderes gewesen, als wie die ganze Zeit im Ultimate-Team rumzueiern, da mich über die Server zu ärgern. Direkt ein vernünftig flüssiges Spiel. Geil. Ich fand das geil. Ich meine, das sieht ja jeder ein bisschen anders. Ja, jeder will ja da sein gutes Team haben. Will dann halt auch seine Packs ziehen und so. Ja, mache ich ja auch. Mache ich ja auch alles für euch. Irgendwie ist das manchmal anders. Was spielen wir jetzt? Liverpool gegen Liverpool, ja? Gegen Bologna. Oh, entweder kann der richtig gut spielen. Oder er spielt halt, weil er das so spielt. Nein! Ich hab mich verdrückt. Wie denn das? Ich hab mich verdrückt, aber sowas von dir. Jetzt müssen wir mal was machen hier. Moin. Bing bong. Moin. Das ist halt der Vorteil, wenn man halt schnelle Spieler hat, ne? Dass man da einfach durchrennen kann. Dankeschön, ist aber auch gut. Wir wollten so oder so nachgucken, wo der Typi jetzt gespielt hat. Also hat mich eigentlich echt verwundert. Oder der hat die Abwehr so gut eingestellt, dass ich da einfach im Prinzip nicht wirklich durchgekommen bin, ne? Also auch erst 6-mal verloren. Naja, gut, der wird so, der steigt auch auf. Aber die Frage ist ja, spielt er die ganze Zeit mit Bologna? Nee. Ah, der spielt mit den ganzen Kleinen. Hellas Verona, okay. Hellas. Ja, aber deswegen hat er ja auch manchmal dann so eine Kackgegner, ne? Kann man ja wirklich sagen. Real Betis, Hannover 96. Ja. Ja. Er spielt schon mit Absicht mit schlechteren Teams, damit er kriegt dann quasi auch dann so eine Teams, ne? Wenn er 3-Sterne-Teams nimmt, dann kriegt er auch bloß 3,5-Sterne-Gegner-Teams, ne? Ja, ansonsten war es echt cool gewesen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Leute, ordentlich durchgezogen, spielen jetzt Liga 2. Ey, werden wir bestimmt garantiert noch mal irgendwie machen. Fand ich eigentlich richtig gut, mal so schön nebenbei einfach mal ganz in Ruhe abschalten. Macht das gut.